keine einfache Schule, aber letztlich eine Schule wie alle anderen, wo sehr viel Positives passiert, aber auch natürlich, wenn man ein bisschen hinter die Fassade schaut, ein Standort, wo man erkennt, welche Probleme die Gesellschaft hat. Wir haben ungefähr gleich große Gruppe Tschetschenen und Türken. Die nächstgrößere Gruppe sind die Afghanen und dann kommen halt jugoslawische Staaten, Ungarn, Rumänen, einige Polen und ja, 10 bis 15% variiert immer ein bisschen Österreicher. Fast alle Konflikte, egal wie sie beginnen, enden, also entweder verlaufen sie sich, das ist gut so, aber wenn es zu einer Eskalation kommt, dann enden sie fast immer in Rassismus, das kann religiöser sein, das kann nationalistischer sein oder auch nur die Familie. Also es ist die Generalentschuldigung für jedes Kind ist, er hat meine Mutter geschimpft, da habe ich das Recht und da muss ich ihn schlagen. Und da haben wir sogar das Problem, dass dann Eltern da sitzen und sagen, naja, wenn ich als Mutter beschimpft werde, dann finde ich das richtig, dass mein Kind mich verteidigt. Wir erklären den Kindern immer wieder, dass Herkunft, Hautfarbe, Religion völlig egal sind und nie ein Grund für eine Auseinandersetzung sein dürfen. Und bei vielen Kindern kommt das an, bei manchen Kindern sehr schwer oder gar nicht. Grundsätzlich haben wir schon immer die gleichen Problemfelder, die halt immer wieder auftreten. Und ich bin einfach überzeugt, wenn man da die Redelsführer für die Probleme der Schule verweisen könnte, dass man da sehr viele Probleme abfangen könnte, und sie sich nicht auf Kinder übertragen, die ohne den diese Probleme gar nicht hätten. Unterstützungspersonal, die nicht Lehrer sind, Sozialarbeiter, Beratungslehrer, also Lehrer nicht in der Klasse, Psychologen, Sozialarbeiter, Polizei. Also ich würde mir wünschen, dass es da sehr viel Unterstützung gibt, weil die auch andere Möglichkeiten haben. Die können in die Familie reingehen und das dürfen wir ja gar nicht. Also wir dürfen jetzt gar nicht in eine Familie gehen und sagen, wieso ist der zu Hause, der ist schulpflichtig, und den schnappen und in die Schule bringen.